Herzlich willkommen zum TVA Blitzlicht und wir nehmen Sie heute mit in die Zeit der wilden 20er zu Marlene Dietrich und zur Seeräuber Jenny. Denn hier am Theater Regensburg ist heute ein rätselhafter Schimmer zu Gast. Das sind Robert Nippold und das Trio Größenwahn mit einer wirklich spektakulären und sehr, sehr fantasievollen Vorstellung. Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus der Tür gehen morgen. Und man sagt, die hat darin gewohnt. Und das Schild mit 18. Ja, das ist für uns heute echt ein super besonderer Abend, also besonders für mich, weil meine Frau kommt hier aus Regensburg und die ganze Großfamilie. Ich kenne bestimmt nachher den halben Saal. Und das ist natürlich eine tolle Atmosphäre hier in dem Saal und mit vollem Haus. Also wir freuen uns richtig. Wie würdest du jetzt denn den rätselhaften Schimmer jemandem beschreiben, der noch nie davon gehört hat? Also wir nennen es eine poetische Amüsierschau über die 20er Jahre. Es ist im Prinzip Trio trifft, Künstler trifft Trio. Das heißt, ich sitze selber am Tisch, habe eine Kamera und mache die ganze Zeit so einen, ich sag mal, einen grafischen Budenzauber. Ich zeichne Sachen live mit Pinsel, mit Kohle, mit Stiften. Dann habe ich ganz viele Zeichnungen vorbereitet, die ich da durchziehe. Ich habe teilweise Puppen gebastelt, mit denen ich spiele. Mit Sand mache ich was, mit den unterschiedlichsten Materialien. Und das Trio Größenwahn, die machen im Grunde den Soundtrack dazu. Das heißt, es ist ganz eng verbandelt. Es gibt Chansons aus der Zeit, es gibt klassische Stücke und ganz eng verzahnt, fast wie so eine 20er-Jahre-Revue. Seit 2015 nimmt ein rätselhafter Schimmer die Zuschauer mit in das Berlin der 20er Jahre. Über 60 Mal wurde die Show schon aufgeführt, unter anderem natürlich in Berlin, aber auch auf den AIDA-Schiffen und in Österreich. Bei uns in Regensburg war das Ensemble vor einigen Jahren schon mal zu Gast im Degginger und jetzt auf der großen Bühne am Bismarckplatz. Das Besondere für mich ist wahrscheinlich die Verknüpfung von Ton und Bild. Das ist in einer derartigen Verzahnung, wie ich das selten erlebt habe auf der Bühne. Und das ist für mich als Sängerin natürlich auch total spannend. Ich weiß zwar nicht in dem Moment, in dem ich da stehe, was hinter mir passiert, weil ich es ja nicht sehen kann. Ich schaue auch nicht nach hinten, aber ich merke es an den Reaktionen der Zuschauer. Die wandern mit den Augen so von mir zur Leinwand und wieder zurück und dann wieder zu den Instrumentalisten. Also das ist schon was ganz anderes als sonst einfach als Sängerin auf der Bühne zu stehen. Ja, das ist schon phänomenal, also wie die... Das Leuchten in den Augen der Zuschauer, wenn wir rauskommen oder wenn wir nachher am Merchandise-Stand stehen. Und das ist schon immer schön zu sehen, dass es eben nicht nur eine bestimmte Altersgruppe oder eine bestimmte Zielgruppe anspricht, sondern quer durch die Bank alle Leute, ich sag's mal so ganz bescheiden, recht begeistert sind. Ja. Ich denke, das darf man auf jeden Fall so sagen. Gibt's denn sehr oft sagen die Menschen auch, dass sie fasziniert sind, wie ähnlich die Zeit jetzt ist. Es sind ja 100 Jahre her und also ich bin kein Verfechter von oder kein Fan von diesem Gedanken, dass die Geschichte sich wiederholt, weil es sich immer anders verhält. Und trotzdem sieht man viele Ähnlichkeiten zu heute. Der Rechtsruck zum Beispiel, die Inflation, die Sorgen, die Menschen haben um die Zukunft, das hatten die auch vor 100 Jahren schon. Von den Amazonen bis zur Berliner Range braust ein Ruf wie Donnerhall her. Was die Männer können, können wir schon lange. Der Abend war komplett ausverkauft und einige Zuschauer haben die Gelegenheit genutzt, um sich im 20er-Jahres-Stil zu kleiden. Wie gefällt Ihnen der Abend? Wie ist der Eindruck? Hervorragend, ganz toll.
Ich habe das zwar nicht erlebt in der Zeit, aber ich fühle mich total hineingesetzt. Ja. Und die machen das auch sehr gut. Tolle Kulisse, tolle Musiker, super. Und super nette Leute hier. Sehr schön. Es tut richtig gut, mal wieder so was Analoges zu sehen. Man könnte ja auch einen schnellen Film heutzutage sehen, aber das ist eine richtige Leistung, diese analogen Zeichnungen. Und ja, gefällt mir sehr gut. Ja, also ich bin total begeistert, wir alle sind total begeistert. Und wir sagen, wenn jetzt damals dieses im Geschichtsunterricht gegeben hätte, dann hätten wir uns bestimmt viel mehr gemerkt. Das habe ich auch schon gedacht. Da waren schon Lieblingslieder dabei und die Lieder der 20er Jahre, die gefallen mir nahezu alle tatsächlich. Und ich finde das Stück, das ist super gemacht mit dem Mitzeichnen. Und wie es meine Freundin schon sagte, der Geschichtsunterricht wäre cool, wenn das so gewesen wäre. Der Eindruck ist sensationell. Robert Nippold ist ja ein ganz, ganz lieber Freund von uns. Wir kennen schon viele, viele Jahre. Und tatsächlich ist der Schimmer die Grundquelle für unsere Candide-Inszenierung gewesen. Also vor vielen Jahren hat der Robert das entwickelt. Und unser Chefdramaturg Ronny Scholz hat mit ihm dann unsere bzw. die Münsteraner Candide-Inszenierung entwickelt. Und insofern ist das wie Heimspiel und ich bin total happy. Das Haus ist voll. Ich sehe nur strahlende Gesichter. Du strahlst auch. Was kann es Schönes geben zum Beginn des neuen Jahres? Aber eines Abends wird ein Getüs sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Getüs? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster und man sagt, was lächelt die so bös? Und das Schiff mit acht Segeln. Hast du denn so Lieblingslieder mit dabei, die dir besonders irgendwie am Herzen liegen heute? Ja, schon. Ich mag sehr gerne Irgendwo auf der Welt. Das ist eigentlich ein Lied aus einem Film, was zu einer eigentlich recht fröhlichen Szene passt. Es geht darum, dass man irgendwann auch mal glücklich sein wird, was ja eigentlich ein schönes Thema ist. Wir kontrastieren das aber zu einem sehr traurigen visuellen Szenario. Und das lässt mich doch schon immer schlucken. Mhm. Ja. Gibt es denn sonst irgendwelche Motive, jetzt, die du als Sängerin bemerkst, die immer wieder vorkommen in den Texten oder irgendwie so eine Message auch? Definitiv, es gibt jede Menge Messages. Also ich finde immer wieder erstaunlich, wie vielfältig die Lieder in den 20ern sind. Also es gibt Themen, da gibt es heute keine Lieder mehr drüber. Also zum Beispiel, es gibt ein Lied, das heißt Die schöne Adrienne hat eine Hochantenne. Wo gibt es heute noch solche Lieder? Oder weiß ich nicht, Thema zu, ja, Sex-Appeal so auf Deutsch, sodass halt der Zuhörer das auch versteht. Solche Lieder gibt es heute einfach nicht mehr und die Themen sind einfach total vielfältig, so politisch und lustig, satirisch und ja, tagesaktuell, so was damals halt aktuell war. Und ich finde das ganz schön, das durch diese Texte dann einfach nochmal direkt nachzuspüren, was für Themen es damals gab. Robert Nippolds Zeichnungen verzaubern. Mit viel Fingerspitzengefühl lässt er seine Papierpuppen tanzen und die Karten Geschichten erzählen. Neben seinen Bühnen- und Buchprojekten zeichnet er für internationale Zeitungen wie The New Yorker, Le Monde oder Die Zeit. Seine Frau Christine Nippold ist ebenfalls Illustratorin. Sie wohnen und arbeiten in Münster. Du hast es jetzt schon gesagt, du hast heute noch eine besondere Challenge, weil deine größten Kritiker sitzen im Publikum, hast du gesagt, und zwar deine Kinder. Ja, genau. Meine beiden Töchter sind heute im Publikum in der ersten Reihe. Und deswegen werde ich auch besonders nervös sein. Ich kann vor 1000 Leuten spielen, die ich nicht kenne, bin ich eigentlich einigermaßen cool. Aber heute bin ich wirklich einigermaßen nervös. Die werden da vorne sitzen und nachher dann auch, Papa, was hast du da gemacht? Das Bild sah total scheiße aus, das hast du letztes Mal viel besser hingekriegt. Und die sind so schonungslos ehrlich und das ist natürlich toll. Wie geht's euch? Seid ihr stolz auf den Papa? Ja. Der hat gesagt, ihr seid die größten Kritiker. Wie, seid ihr zufrieden mit der Leistung heute?
Ja, ich finde es eigentlich ganz gut. Du findest es ganz gut? Und er hat auch gesagt, sie stehen immer hinter ihm, sind immer mit dabei. Wie heute in Regensburg Heimspiel, oder? Ja, genau. Das freut mich natürlich besonders, dass jetzt meine ganze Familie da ist. Und dann sind wir natürlich auch alle besonders stolz dann. Jetzt interessiert mich natürlich, seid ihr alle auch schon so künstlerisch begabt? Also ich mal ziemlich viel und Jojo auch. Ja, einfach, weil unsere beiden Eltern ja Illustratoren sind, haben wir auch einfach immer was zu malen zu Hause da. Gute Gene. Ich weiß nicht, ist ja, glaube ich, auch viel Übung einfach. Wenn man dran Spaß hat und es immer macht, dann irgendwann kann man es halt einfach. War's mit dem rätselhaften Schimmer hier am Theater Regensburg. Sie können die vier wiedersehen und zwar am 29. Juni, dann sind sie wieder in Regensburg. Wir freuen uns auf euch. Ihnen wünschen wir einen schönen Abend zu Hause und ihr kennt unser Motto. 1, 2, 3. In ist, wer drin ist. Blitzlicht wurde Ihnen präsentiert vom neuen vollelektrischen Volvo C40 Recharge. Nachhaltiger Fahrspaß ohne Kompromisse. Wir haben jetzt 300 Quadratmeter mehr Platz für regionale und frische Produkte. Edeka Kirschner bietet eine noch größere Auswahl und genug Platz, um entspannt einkaufen zu können. Edeka Kirschner, Donaustraße 13 in Neustadt an der Donau. Wenn ich jetzt wandern, erleben Sie pure Emotionen in einem BMW M aus dem Outdoor-Sprawler. M2, M3, M4, wir haben alle hier. Erfüllen Sie sich Ihren Traum und genießen Sie täglich pure Fahrfreude. Im BMW Autohaus Praller, Ihr kompetentes Familienunternehmen in Deuerling. Charivari. Psst. Noch 6 Tage. Mitraten. Lösen. Und den Jackpot gewinnen. Jackpot. 55.000 Euro. Für das Donau-Einkaufszentrum Regensburg. Holt euch euren Anteil. Radio an. Das Charivari geheime Wort. Am 15. Januar geht's los. Charivari. Ist das ein Stromerzeuger? Ein Café? Ein Atelier? Eine Achterbahn? Oder ein Autohaus? Nein, viel mehr. Hofmann ist gigantische Auswahl an Neuwagen und sofort verfügbaren Gebrauchten. Hofmann ist das Rundum-Sorglos-Center. Hofmann ist das Zuhause für dein mobiles Zuhause mit Betreuung von zertifizierten BMW Classic-Experten für alle Qualitätsliebhaber. Wir sind Hofmann. Zweimal in Regensburg. Autohaus Hofmann in der Dr. Gessler Straße und das Gebrauchtwagenzentrum Ostbayern in der Junkerstraße. Genieße herzige Momente mit der Bayernliebe aus Straubing. Kommunikation ist dein Ding. Du bist überzeugend und liebst unsere schöne Region. Dann komm zum Fernsehen, zu TVA, dem Regionalsender für Regensburg, Kelheim und Cham. Rund 200.000 Zuschauer sehen uns regelmäßig. Und TVA ist weiter auf Erfolgskurs. Deshalb sucht unser kleines, hochmotiviertes Mediaberaterteam Verstärkung. Betreue unsere Kontakte und gewinne neue Kunden für Fernsehwerbung. Wir bieten dir ein sicheres Fixgehalt, Provision und Boni. Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und teamorientierte Einarbeitung. Einen Dienstwagen, geschäftlich und privat. Und auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen.
Bewirb dich jetzt und komm ins Team unter bewerbung@tvaktuell.com. Wo auch immer du gerade bist, mit der neuen TVA-App bleibst du top informiert. Wir haben alle Nachrichten, alle eure Lieblingssendungen und alle aktuellen Beiträge der Region am Handy, Tablet oder Smart-TV. Zappen, TV-Appen. Jetzt downloaden und los.